Hallo Pat. Hallo. Das Interview auf Deutsch oder auf Englisch? Ah, oh, bitte. Möchtest du noch gerne weiterhin arbeiten oder nicht? 6 Jahre Partybereich auf Star-TV und im Web. Noch gleich viel Power wie 2010? Noch viel mehr Power. Also andere Power. Am Anfang war es irgendwie so ein Power wie yeah! Teilweise auch ein bisschen vulgär. Aber noch ganz ein bisschen. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen erwachsener geworden. Sind halt doch jetzt Jahre dazwischen. Aber ich würde mal sagen, der Power, den wir jetzt haben, der ist besser als der von 2010. Du bist zusammen mit Partybereg für den Privalo nominiert. Was ist dort in den Kopf gegangen, wo du das erfahren hast? Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, weil ich irgendwie seit ich 12 bin, also vor ein paar Jahren, seitdem ist es eigentlich wie ein Traum von mir, überhaupt mal können, nominiert zu werden für ein Privalo. Und ich hätte nie gedacht, dass Partybereg einmal überhaupt die Chance bekommt, von einer 100-köpfigen Fachjury und vom Vorstand von Privalo überhaupt berücksichtigt zu werden. Und also ich bin ausgeflippt und habe es eigentlich erst richtig geglaubt, als ich den Brief von der Monika Kelly bekommen habe, der richtig stand ist. Wir sind für eine Privalo nominiert und ich habe jetzt noch irgendwie so ein Zittern in der Hand, wenn ich daran denke. Was bedeutet dir die Nomination? Mega toll. Also es ist eine riesen Ehre, wirklich für einen Preis, den es in der Schweiz seit 1980 gibt, den Kulturpreis in der Genre-Szene Schweiz überhaupt können, dabei zu sein, nominiert zu sein. Es ist eine riesen Ehre und ich habe einen recht grossen Dank, dass wir überhaupt die Chance mal bekommen haben, weil es sind ja nur 3 Sendungen pro Jahr, die Chance bekommen, dass man überhaupt mal dabei ist sehr gering. Was rechnest du? Wie gross ist eure Chance? Nicht so gross. Weil, ja, ich denke, ich würde mich extrem freuen. Es wäre wirklich sehr, sehr toll. Aber ich denke nicht, dass wir werden gewinnen. Wer wird gewinnen? Nicht mir. Lange das? Nein. Ich tendiere zu Jobdusch von SRF, weil SRF bei den Leuten hat schon ein paar Mal gewonnen. Jetzt mit Landfrauenküche zwar ja, doch etwas anderes, aber gleich im Rahmen von SRF bei den Leuten. Darum tendiere ich zu Jobdusch. Eine wirklich coole Sendung, sehr gut produziert. Ich denke aus meiner Sicht, dass Jobdusch von SRF das Jahr wird gewinnen. Wenn Partybereg gönnt, verliert, was machst du denn? Also wenn man verliert, wie die ganz, ganz fest brüllen, etwa so. Und wenn man... Nein, also logisch, man ist traurig, aber ich würde natürlich ganz normal weitermachen. Partybereg wird es weiterhin geben, logischerweise. Wir werden die Nomination in grosser Ehre behalten. Und wenn wir werden gewinnen, dann will ich unbedingt irgendetwas für die Leute machen. Haben wir da schon ein paar kleine Gedanken gemacht, aber die sind natürlich weit entfernt, weil ich ja nicht denke, dass wir gewinnen. Also wenn wir wirklich würden gewinnen, ein Privalo in der Kategorie TV-Produktion, dann würde ich eine grosse Party-Break-Party machen mit Free-Eintritt, mit Essen, Catering, Mangiare für alle, die Platz haben. Ja, also wir dürfen nicht gewinnen, weil es ist sehr teuer. Aber das würde ich machen, auf jeden Fall etwas für die Leute. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem Team. Danke. Bitte. Das Geld gibt er noch. Wenn du gehst auf die Bühne und dann hast du einfach gute Laune. Und heute so bin ich dich wieder excited. Kribbelt es schon oder Standard? Nicht nur dort. Es gibt ja viele, die mir sagen, ja, ich war in Thailand und nachher redet es nicht mehr weiter. Aber du hast auf jeden Fall in Thailand gearbeitet, du hast Musik gemacht. Ich habe gearbeitet, ja. Ah ja, das ist ein Juffel, ist die echte. Ich schaue die Sendung, also ich schaue jede Sendung, aber ich schaue die Sendung. Party Break, the Pat DJ Antoine, I love it. Party Break mit Fun for Young, Partyferien in Jore de Mar und Rimini mit Marty Reise und
Sam's Pizzaland, best pizza in town. Für alle Partygänger auch im Alperuk Dietike. samspizza.ch. Interpretation of the key of happiness would have to be spending time with others, sharing space and experiences.
Hallo Pat. Hallo. Das Interview auf Deutsch oder auf Englisch? Ah, bitte. Möchtest du noch gerne weiterhin arbeiten oder nicht? 6 Jahre Partybereich auf Star-TV und im Web. Noch gleich viel Power wie 2010? Noch viel mehr Power. Also andere Power. Am Anfang war es irgendwie so ein Power wie yeah! Teilweise auch ein bisschen vulgär. Aber noch ganz ein bisschen. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen erwachsener geworden. Sind halt doch jetzt Jahre dazwischen. Aber ich würde mal sagen, der Power, den wir jetzt haben, der ist besser als der von 2010. Du bist zusammen mit Partybereg für den Privalo nominiert. Was ist dort in den Kopf gegangen, wo du das erfahren hast? Ich konnte es sehr gar nicht glauben, weil ich irgendwie seit ich 12 bin, also vor ein paar Jahren, seitdem ist es eigentlich wie ein Traum von mir, überhaupt mal können, nominiert zu werden für ein Privalo. Und ich hätte nie gedacht, dass Partybreg einmal überhaupt die Chance bekommt, von einer 100-köpfigen Fachjury und vom Vorstand von Privalo überhaupt berücksichtigt zu werden. Und also ich bin ausgeflippt und habe es eigentlich erst richtig geglaubt, als ich den Brief von der Monika Kelly bekommen habe, der richtig stand ist. Wir sind für eine Privalo nominiert und ich habe jetzt noch irgendwie so ein Zittern in der Hand, wenn ich daran denke. Was bedeutet dir die Nomination? Mega toll. Also es ist eine riesen Ehre, wirklich für einen Preis, den es in der Schweiz seit 1980 gibt, den Kulturpreis in der Genre-Szene Schweiz überhaupt können, dabei zu sein, nominiert zu sein. Es ist eine riesen Ehre und ich habe einen recht grossen Dank, dass wir überhaupt die Chance mal bekommen haben, weil es sind ja nur 3 Sendungen pro Jahr, die Chance bekommen, dass man überhaupt mal dabei ist sehr gering. Was rechnest du? Wie gross ist eure Chance? Nicht so gross. Weil, ja, ich denke, ich würde mich extrem freuen. Es wäre wirklich sehr, sehr toll. Aber ich denke nicht, dass wir werden gewinnen. Wer wird gewinnen? Nicht mir. Lange das? Nein. Ich tendiere zu Jobdusch von SRF, weil SRF bei den Leuten hat schon ein paar Mal gewonnen. Jetzt mit Landfrauenküche zwar ja, doch etwas anderes, aber gleich im Rahmen von SRF bei den Leuten. Darum tendiere ich zu Jobdusch. Eine wirklich coole Sendung, sehr gut produziert. Ich denke aus meiner Sicht, dass Jobdusch von SRF das Jahr wird gewinnen. Wenn Partybreak gönnt, verliert, was machst du denn? Also wenn man verliert, wie die ganz, ganz fest brüllen, etwa so. Und wenn man... Nein, also logisch, man ist traurig, aber ich würde natürlich ganz normal weitermachen. Partybreak wird es weiterhin geben, logischerweise. Wir werden die Nomination in grosser Ehre behalten. Und wenn wir werden gewinnen, dann werde ich unbedingt irgendetwas für die Leute machen. Haben wir da schon ein paar kleine Gedanken gemacht, aber die sind natürlich weit entfernt, weil ich ja nicht denke, dass wir gewinnen. Also wenn wir wirklich würden gewinnen, ein Privalo in der Kategorie TV-Produktion, dann würde ich eine grosse Party-Break-Party machen mit Free-Eintritt, mit Essen, Catering, Mangiare für alle, die Platz haben. Ja, also wir dürfen nicht gewinnen, weil es ist sehr teuer. Aber das würde ich machen, auf jeden Fall etwas für die Leute. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem Team. Danke. Bitte. Das Geld gibt er noch. Dann gehst du auf die Bühne und dann hast du einfach gute Laune. Und heute so bin ich dich wieder excited. Kribbelt es schon oder Standard? Nicht nur dort. Es gibt viele, die mir sagen, ja, ich war in Thailand und nachher redet es nicht mehr weiter. Aber du hast auf jeden Fall in Thailand gearbeitet, du hast Musik gemacht. Ich habe gearbeitet, ja. Ah, ja, das ist ein Juffel, ist die echte. Ich schaue die Sendung, also ich schaue die Sendung, aber ich schaue die Sendung. Party Break, the Pat DJ Antoine, I love. Party
Party Break mit Fun for Young, Partyferien in Jore de Mar und Rimini mit Marty Reise und Sam's Pizza Land, Best Pizza in Town. Für alle Partygänger auch im Alpenrock-Dietiken. samspizza.ch.